بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Heute haben wir إن شاء الله vor, zwei Kapitel durchzunehmen, aber macht euch keine Sorgen, das ist nicht so lang. Und das erste Kapitel ist باب في ما جاء في التغليظ في من عبد قبر عند في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Das heißt, das Kapitel ist auch schon gleich das Ergebnis des Kapitels. Und zwar geht es darum, dass es stark verboten ist oder sehr verboten ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet an einem Grab. Ein Grab anbetet, wo ein rechtschaffener Mensch begraben ist. Und dann sagt der Autor, فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ. Und wie ist es dann erst, wenn er ihn sogar anbetet, den Grabesbewohner? Ja. Also, und diese Überschrift beinhaltet einiges schon Interessantes, was wir schon vorwegnehmen können. Und zwar, wenn wir sagen, dass es verboten ist, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten an einem Ort, an dem ein rechtschaffener Mensch begraben worden ist, wie Al-Bukhari oder andere, über die sich die Umma einig sind, dass sie rechtschaffene Menschen waren, dann beinhaltet das alle rechtschaffenen Menschen und beinhaltet auch die Propheten, falls es Propheten gibt, deren Gräber wir kennen. Also nach meinem Wissen kennen wir nur das Grab von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alle anderen Gräber sind uns unbekannt. Zumindest nicht genau wissen wir, wo sie sind. Und der, wie heißt es? Ja, und diese Überschrift beinhaltet auch Folgendes. Und zwar, dass die Person begeht keinen Schirk, sondern sie macht etwas, was ihn zum Schirk führen könnte. Ja. Weil sie betet Allah subhanahu wa ta'ala an, aber am Friedhof oder an einem Grab von einem Menschen, und das ist verboten. Und was ist, das heißt, alles, was zu einem verbotenen Sache, zu einer verbotenen Sache führt, ist ebenfalls verboten. Des Weiteren, wenn es verboten ist, so etwas zu tun an einem Grab von einem rechtschaffenen Menschen, von einem guten Menschen, dann erst recht natürlich bei allen anderen Menschen, die bei Allahs Verfahren nichts wert sind. Ja? Gut. Denn wir besuchen die Gräber, aber wir besuchen die Gräber aus bestimmten Gründen. Und zwar nicht, weil wir von den Toten Nutzen ziehen können, sondern wir besuchen den Friedhof, und weil wir von Allah subhanahu wa ta'ala uns erhoffen, dass er uns dafür belohnen wird. Weil wenn man zum Grab geht, wissen wir, dass man sich daran erinnert, dass man eines Tages sterben wird. Und ebenfalls, weil es die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist, dass man das Grab oder den Friedhof ab und zu besucht. Und weil man den toten Menschen für sie Dua machen möchte, für sie beten möchte. Weil die toten Menschen können sich selbst nicht einmal nicht mehr helfen. Deswegen versuchen wir Allah subhanahu wa ta'ala darum zu bitten, dass er ihnen hilft. Und das ist auch einer der klaren Beweise, dass die Toten einem also nicht helfen können. Deswegen gehen wir hin und machen für sie Dua. Ja. Also wenn man praktisch hingeht zu einem Grab, zu einem Friedhof oder zu einem Grab, damit man von den Toten irgendwie Hilfe verlangt, dann ist es eine Ziyara, ein Besuch, Ziyara heißt Besuch, Ziyara Bid'iyya, klar, eine Bid'a Ziyara. Und wenn man sie besucht, um den Toten, für die Toten Dua zu machen, dann ist eine Ziyara Shar'iyya, das ist eine gesetzliche, das heißt eine von der Scharia abgesegnete Ziyara. Ja. Es ist überliefert worden in einem authentischen Hadith über Aisha, radiallahu anha, dass Salama dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Folgendes mitgeteilt hat. Und zwar wissen wir, dass Salama radiallahu anha, sie gehört zu denjenigen, die nach Abessinien ausgewandert sind mit ihrem Mann, Abu Salama. Und Abu Salama ist irgendwann mal gestorben, radiallahu anha. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Salama geheiratet. Okay? Und sie erzählt, dass sie in Abessinien eine Kirche gesehen hat, und in dieser Kirche waren viele Bilder, und gemeint sind jetzt offensichtlich Statuen. Auf jeden Fall Bilder heißt es wortwörtlich im Hadith. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ulaika shirarul khalqi inda Allah. Jene, diese Menschen, die so etwas tun,
sind die schlimmsten Menschen bei Allah oder sind das die schlimmste Schöpfung bei Allah. Der Grund ist derjenige, weil sie etwas getan haben, was zum Schirk führen kann. Weil sie etwas getan haben, was zum Kufr und zum Schirk führen kann. Ja. Weil das Aufstellen eines Bildes an sich ist noch kein Schirk und kein Kufr. Aber wenn du es aufstellst, um es anzubeten, oder wenn du jemanden anbetest, dann natürlich ist schon der Kufr und der Schirk. Ja. Und diese Leute, Wallahu musta'an, sie haben, wie Sheikh al-Islam gesagt hat, Ibn Taymiyyah rahimahullah, sie haben praktisch zwei Prüfungen oder zwei Versuchungen sind sie ausgesetzt worden. Einmal die Versuchung in Bezug auf die Gräber, denn irgendwie sind viele Menschen dazu geneigt, zu Gräbern zu gehen und sie empfinden das als etwas vielleicht Übernatürliches und denken, dass der und sie denken, weil der Tote im Grab ist und weil irgendwie denken manche Leute, der Tote, der im Grab ist, der ist schon in Achira, jenseits, und irgendwie kann man dann eine Verbindung aufbauen, das ist Quatsch, das wissen wir alle. Aber wie gesagt, also die Leute haben irgendwie eine Neigung zu solchen Sachen, komischerweise. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gegen Ende seines Lebens hat er Folgendes gesagt, während er immer wieder in Ohnmacht gefallen ist. Ist in Ohnmacht gefallen, aufgewacht, Ohnmacht, aufgewacht. Einmal, als er wieder aufgewacht ist, wie gesagt, er ist am Ende seines Lebens, er ist am Sterben, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, La'natullahi ala al-Yahudi wa al-Nasara ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. Allahs Fluch, Allahs La'na ist auf den Juden und den Christen. Sie haben die Gräber ihrer Propheten zu Moscheen gemacht. Und das war eine Art, das zu übersetzen. Das heißt, Allahs Fluch lastet auf den Juden und den Christen. Und eine andere Art, das zu übersetzen wäre, möge Allahs Fluch auf den Juden und Christen lasten. Also es kann sein, es ist eine Aussage des Propheten, es kann sein, es ist ein Dua des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und offensichtlich beides, ja. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Gut, diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist überliefert worden bei Bukhari und bei Muslim. Ja, das heißt, sie haben praktisch da wo ihre Propheten gestorben sind, haben sie Moscheen gebaut oder nicht nur Moscheen gebaut, es muss nicht sein, weil Masjid ist ein Ort, an dem man Sujud macht. Ja, also es muss nicht sein, dass es ein Gebäude ist, so wie wir uns eine Moschee heutzutage so vorstellen, sondern es reicht aus, dass sie an diesen Orten gebetet haben. Also haben sie das zu einer Moschee erklärt, weil sie dort angefangen haben zu beten. Ja? Und egal, ob sie dort, wie gesagt, die Moschee errichtet haben oder ob sie einfach nur dort darauf beten. Ja, jetzt müssen wir immer die Menschen davor warnen, so etwas zu tun. Das ist klar. Das ergibt sich aus dem, was wir eben gesagt haben. Ja. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er das gesagt hat, Alhamdulillah, war das ein Grund dafür, dass die Sahaba radiallahu anhum dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sein Grab nicht irgendwie aus etwas Besonderes gemacht haben. Ja? Oder wichtiger, dass sie nicht dieses Grab woanders hingetan haben. Woanders hingetan haben. Sie haben es gelassen im Haus, wo er gestorben ist. Okay? Denn wenn man es rausgenommen hätte, das Grab, und woanders hingetan hätte, dann wäre es eher ein Ort geworden, wo die Leute hinpilgern und es anschauen. Okay? Da es aber im Haus verschlossen geblieben ist, wurde es nicht zu einem Ort der Wallfahrt. Kein Ort, das heißt, wo man extra hinreist, um dieses zu sehen. Und es wurde kein Grab, das man irgendwie besonders geschmückt hat und so weiter und so fort. Das ist der eine Grund, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben gesagt hat, Allahs Fluch lastet auf den Juden und den Christen, sie haben aus den Gräbern ihrer Propheten Moscheen gemacht oder Orte des Gebets gemacht. Deswegen haben sie das nicht gemacht mit dem Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der zweite Grund ist, warum sie das Grab nicht raus haben aus diesem Haus, ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ma qubida nabiyun illa dufina haythu qubid. Jeder Prophet
der gestorben ist, ist an dem Platz begraben worden, an dem er gestorben ist. Ja. Und das war auch das ein Grund, warum die Sahabe den Propheten sallam in seinem Haus begraben haben. Ja. Jetzt gibt es eine berühmte Problematik für die Leute, die sich nicht an die Sunna halten wollen. Und zwar, sie sagen, manche Leute sagen, man darf in der Moschee ein Grab haben, weil auch in Medina der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Moschee begraben ist. Und das ist im ersten Augenblick, würde man denken, sie haben darin eine Rechtfertigung, und sie sagen, ihr wisst, das ist geschehen, in der Zeit der Tabi'in ist die Moschee erweitert worden von der einen Seite, dass das Grab hineingekommen ist. Und seit der Tabi'in-Zeit bis zur heutigen Zeit ist das Grab praktisch in der Moschee. So ist es offensichtlich. Und sie sagen praktisch, und es waren die meisten Sahabe waren schon zu diesem Zeitpunkt gestorben. Wenn nicht sogar alle. Jetzt sagen sie, die Tatsache, dass die Muslime schon immer damit einverstanden gewesen sind, ist wie ein Ijma' und wie eine Übereinkunft von ihnen allen, dass diese Sache in Ordnung ist. Gut, aber obwohl es dem Anschein nach der Wahrheit entspricht, ist es nicht die Wahrheit, weil aus verschiedenen Gründen. Nur zum ersten einmal, die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde eben nicht gebaut auf dem Grab. Das stimmt nicht. Warum? Weil die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde schon vorher gebaut. Das ist sehr entscheidend, ja? Weil das machen ja genau die Leute. Sie sagen, wir haben hier einen Toten, jetzt bauen wir darauf eine Moschee. Ja, das ist, Haram. Die zweite Sache ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde nicht in der Moschee begraben. Das stimmt nicht. Er wurde in seinem Haus begraben. Und später wurde die Moschee erweitert. Ja, man kann nicht beweisen mit dem Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass es in Ordnung ist, als ein Grab in einer Moschee ist. Weil das hat er nicht gemacht. Das haben die Sahaba nicht gemacht, das hätten wir es danach gemacht. Okay? Deswegen ist es kein Beweis. Ja? Und es gibt genug Gelehrte, die sagen, dass das sowieso nicht in Ordnung ist, auch wie es heutzutage ist, es nicht in Ordnung ist. Insofern. Ja? Wie der Gelehrte gesagt hat, was ich auch gerade eben vorweggenommen habe, nicht alle Menschen waren damit einverstanden, dass als die Moschee erweitert wurde, dass das Grab hineingekommen ist. Ja. Und diese Sache ist nämlich erst passiert etwa im Jahr, sagt der Gelehrte, 94 nach der Hijra. 94 nach der Hijra. Also kann es nicht sein, dass die Sahabe alle damit einverstanden gewesen sein können. Und wir wissen sogar, dass einer der Imame der Tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah, er war einer von denen, die mit dieser Sache nicht zufrieden gewesen sind. Also war es auf jeden Fall kein Ijma', kann es nicht gewesen sein. Und solange es kein Ijma' ist, ist das auch kein Beweis. Ja, weil wir haben bestimmte Quellen, zu ihnen gehören der Koran und die Sunna und der Ijma'. Und wenn es kein Ijma' ist, also kann man auch nicht mit dieser Tatsache beweisen. Das geht nicht. Ja. Viertens, manche sagen, wie der Gelehrte selbst sagt hier, dass das Grab auch heutzutage nicht in der Moschee ist, ja, weil es abgetrennt ist. Man kann nicht zum Grab hingehen, sondern da sind klare Wände. Von jeder Seite ist eine Wand, sodass man gar nicht zum Grab hingehen kann. Das ist gar keine Möglichkeit. Ja. Und insofern sagen manche Leute, dass dieses Grab auch gar nicht in der Moschee ist. Wir wissen, es ist auch am Rand. Also manche betrachten praktisch, wenn das jetzt hier der Imam ist und dass das Grab ist, dass es praktisch hier nur ist, am Rand. Ja, nur am Rand ist und das eigentlich nicht mehr zur Moschee dazu gehört. Ja. Wie dem auch sei. Also wir haben auf jeden Fall Ahlul Qubur, das heißt die Leute, die zu den Gräbern gehen und so Götzendienerei dort betreiben, sie haben keinen Beweis in dem, was dort in Medina ist. Gut, dann machen wir weiter. Und zwar hat Muslim über Jundub ibn Abdullah radiallahu anhu überliefert, er sagte, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول. Und zwar Jundub ibn Abdullah hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam
5 Tage bevor er